Oder wer meint, er müsste sich ein eigenes Bild davon freimen, der sollte in der Geschichte mal lernen. Und da kann ich noch dazu beigehen. Der sagt, wird auf Wanderschaft gehen. Wo, wann, das sind wir noch am Klären. Und der sagt, soll auch zwischen dem 8. und dem 15. in Berlin sein. Dieser sagt doch noch, wie man das Ding nachher nennt, es ist egal. Jeder, der will, und jeder, und ich meine auch aus der Bevölkerung, die Leute, können Briefe einwerfen. Egal, ob sie in Berlin lesen oder nicht. Ich werde aber gleichzeitig auch in Berlin dafür sorgen, dass medienwirksam das gelesen wird. Es ist einfach der Fakt, wir müssen was zeigen und ein Symbol, das in der Größe ist, und da bin ich dem Sargbauer recht dankbar, würde er Aufträge verlieren. Und da will ich auch nochmal appellieren. Und da will ich auch nochmal an alle Firmen appellieren. Wenn eure Leute das unterstützen wollen, dann lasst verdammte Hacke diese Erpressungsmöglichkeiten sein. Wir leben in einer Demokratie und in einer Demokratie gehört auch sowas dazu. Wenn ein Spediteur hier die Zusage machen kann, diesen Sarg nach Berlin zu fahren, muss er es auch machen können, ohne dass er Angst hat, rechtliche Konsequenzen davon wegzutragen. Entweder mit Hilfe der Bevölkerung oder ohne. Aber dieser Tag taucht in Berlin vom Bundestag auf. Die Herren wollen sehen, was sie anrichten. Danke.